Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Wunderkessel-Kanal. Ich bin Jakob und passend zum Herbst sind wir zurück mit einem schnellen Rezept für Kürbissuppe, was ihr auch ganz leicht zu Hause nachmachen könnt. Wie das geht, gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Kürbissuppe ist ein Rezept mit zig Variationsmöglichkeiten, sodass jeder eigentlich die Möglichkeit hat, es auf seinen individuellen Geschmack anzupassen. Für die Version, die wir heute machen, habe ich hier schon mal eine Zwiebel halbiert, ein Stück Ingwer, ungefähr so walnussgroß, schön in dünne Scheiben geschnitten, eine Knoblauchzehe dazu gemacht. Hier haben wir 800 Gramm Kürbis, da habe ich einen Hokkaido genommen, den habe ich auch schon mal klein geschnitten, 20 Gramm Öl. Hier haben wir einmal 400 Gramm Kokosmilch, 400 Gramm Tomaten, 2 Teelöffel Gemüsebrühe. Und um das Ganze hinterher noch abzuschmecken, haben wir Paprika, Curry, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Um zu starten, nehmen wir die Zwiebel, den Ingwer und die Knoblauchzehe. Das Ganze kommt einmal in den Thermomix rein. Dann machen wir alles zu. Und das Ganze wird jetzt für 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Dann einmal bestätigen. Wir nehmen uns unseren Spatel. Und mit dem Spatel schieben wir jetzt hier alles schön zerkleinerte einmal nach unten. Dann kommt jetzt einmal das Öl dazu. Und das Ganze wird jetzt für 2 Minuten auf der... Das Ganze wird jetzt für 2 Minuten bei 120 Grad auf Stufe 1 angedünstet. Dann sehen wir uns gleich, wenn das Ganze fertig ist. Die Zwiebeln sind jetzt gut angedünstet, dann geben wir als nächstes einmal unseren Hokkaido-Kürbis hinzu. Das Schöne beim Hokkaido ist ja, dass wir den mit Schale verarbeiten können, das heißt, wir müssen nicht darauf achten, dass wir ihn vorher schälen. Dann machen wir einmal zu und setzen auch den Messbecher ein, weil jetzt wird das Ganze für 5 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinert. So, jetzt auch schön alles zerkleinert. Schieben wir nochmal mit dem Spatel ein bisschen nach unten. Und jetzt geben wir als letzten Schritt einmal noch die Kokosmilch hinzu. Die Tomaten. Dann kommen noch 2 Teelöffel Gemüsebrühe rein. Ein Teelöffel Paprika und ein Teelöffel Curry. Im Anschluss noch etwas Muskat. Und ein bisschen Pfeffer. Und dann kommt noch ein bisschen Flüssigkeit, 250 Gramm Wasser hinzu. Dann machen wir den Deckel wieder drauf. Diesmal können wir den Messbecher draußen lassen. Und dann stellen wir 20 Minuten ein. Auf 100 Grad und wir rühren auf Stufe 2. Ich räume jetzt hier alles auf und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Es empfiehlt sich, den Gareinsatz einmal als Spritzschutz oben auf den Thermomix draufzustellen. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Das ist jetzt gut durchgekocht. So sieht das Ganze aus. Und das Ganze wird jetzt nochmal püriert. Dafür nehmen wir den Gareinsatz runter und ersetzen ihn durch den Messbecher. Und das Ganze wird jetzt püriert, dafür stellen wir hier 8 Sekunden ein. Wir starten auf Stufe 5 und steigern uns auf Stufe 9. Ja, und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an.
Für meinen persönlichen Geschmack kann das noch so ein bisschen intensiver sein. Deshalb würze ich jetzt gerade noch mal nach mit ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen mehr Muskatnuss. Wir können auch ein bisschen Salz reinmachen. Da war ich gerade noch ein bisschen vorsichtig, weil in der Gemüsebrühe ist ja auch Salz drin. Aber dann geben wir jetzt noch ein bisschen was dazu. Oh, dann nochmal Deckel drauf. Und nochmal vermengen. Dann let's go. So ist gut, perfekt. Ja, und dann richte ich das noch eben schnell an und dann sehen wir uns gleich. Gerade jetzt im Herbst, wo es so ein bisschen kälter wird, eignet sich so eine heiße Kürbissuppe natürlich auch super als Vorspeise oder als Hauptgang. Alternativ kann man die auch super einfrieren und bei Bedarf nochmal aufwärmen. An dieser Stelle kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Ihr habt noch nicht genug vom Wunderkessel? Dann könnt ihr hier oben einmal in unser Wunderkessel-Forum gehen. Dort habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch mit der Community auszutauschen und neue Rezepte zu entdecken. Hier auf dem Kanal sehen wir uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao!